Morgen Leute, wir sind jetzt gerade, oder ich bin jetzt gerade in unserer Wohnung, in unserem Apartment. Wir haben auf Airbnb haben wir ein kleines Apartment gebucht und ja genau, wir werden das Apartment aber heute direkt wieder verlassen, weil das leider sehr sehr klein ist, aber der Hauptgrund ist halt, dass es hier irgendwie die ganze Zeit stinkt und wir können nicht herausfinden, was es ist und es ist schon eklig, vor allem weil wir, wenn wir 4 Wochen in diesem Apartment bleiben wollen, das ist halt echt nicht schön. Deswegen haben wir uns jetzt ein anderes Apartment ausgesucht und da werden wir heute dann hinreisen. Ich nehme euch heute einfach mal so ein bisschen mit, zeige euch nachher das andere Apartment und genau, ich gehe mal ganz kurz rein, dann könnt ihr euch das einmal angucken. So, ich muss gerade ein bisschen leiser sein. Das ist unser Apartment. Und das war gerade Juice, der muss gerade was für die Uni machen, deswegen wollte ich den gerade nicht stören. Okay, ich wollte euch einfach nochmal ganz kurz unser Apartment zeigen. Das war also das Gebäude hier, ziemlich groß. Genau, wir sind jetzt gerade in Porto de la Cruz, das ist im Norden. Wir werden jetzt auch gleich einmal zum Strand gehen, weil wir noch ein paar Fotos machen wollten, weil wir noch gar keine Fotos gemacht haben so richtig. Und dann könnt ihr euch gleich einmal den Strand angucken. Bis gleich. So Leute, ich hoffe, ihr seht das irgendwie, aber da oben ist der Vulkan. Der heißt El Teide und der ist einfach 3700 Meter hoch. Und wir stehen hier bei 20 Grad in der Sonne und einfach da oben sieht man einfach Schnee. Das ist einfach unglaublich. Ich kann mich noch nicht vorstellen. Wer bist du? Hey, ich bin die Katharina. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was haben wir die letzten 2 Wochen gemacht? Wir waren auf PortAventura. Was haben wir da gemacht? Wir haben immer viele Fotos gemacht. Wie fandest du PortAventura? Saugeil und scheiß. Okay, nee, nimm das bitte wieder raus. Also was Katharina eigentlich sagen möchte, man kann PortAventura nur jedem empfehlen. Und, PortAventura ist wunderschön. Als wir angekommen sind, haben wir so gedacht, wow, es ist richtig kahl hier. Überall, wo man hingeschaut hat, war einfach nur Wüste. Aber das war auch gut so, weil das war die Challenge. Wir wollten irgendwie was quasi ein bisschen kahler ist, damit das alles so, damit man kreativer sein muss, ne? Mhm. Und jetzt, als wir geflogen sind, vorgestern, ich muss schon sagen, also ich war echt traurig. Vor allen Dingen, wir waren jetzt 2,5 Wochen da und wir haben lange noch nicht alles gesehen, was man eigentlich auf der Insel sehen kann. So. Also jetzt sind wir erstmal auf Teneriffa und ich glaube, es wird ziemlich geil werden. Okay, ich bin komplett vollgepackt. Ich muss jetzt irgendwie zum Auto kommen. This is Jude, the toilet paper man. Genau, und wir laufen jetzt zum Auto und fahren jetzt direkt zur anderen Wohnung. Also ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz das Auto, das wir jetzt erstmal finden. Wir hätten eigentlich ein Fiat Panda, glaube ich, bekommen. Der hätte auch so circa 11 Euro am Tag gekostet. Also die Mietwagen sind hier einfach mega, mega günstig. Und ich zeige auf jeden Fall jetzt, was wir anstatt den Fiat bekommen haben. So, das ist unser Mietwagen. Das ist ein Seat Leon, der echt groß ist, ein Kombi. Ich glaube, es könnte schlechter für uns laufen, oder? So, es geht jetzt auf jeden Fall los. Bis später. Okay Leute, wir sind jetzt gerade in der Wohnung angekommen. Das war die beste Entscheidung, die wir jemals gemacht haben, beziehungsweise die wir getroffen haben. Weil, guckt euch mal diese Wohnung hier an. Einfach eine riesige Küche. Wir haben ein Wohnzimmer, wir können uns ein bisschen bewegen. Ja, okay, die Toilette ist nicht so spannend. Guten Tag. Wir haben ein relativ großes Schlafzimmer und eine Schlafcouch auch. Wir sind ja 3 Leute. Und wir haben einen Balkon. Wie schön ist das bitte? Ach ja, vielleicht sollte ich euch noch erzählen, wo wir gerade sind. Also wir sind jetzt von Puerto de la Cruz nach Las Paraiso gefahren. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Las Paraiso? Okay. So, moin Leute. Wir sind jetzt gerade noch zum Strand gelaufen, hier um die Ecke. Was ist auch schon fast mit dem Tag? Es ist jetzt fast 18 Uhr. Der Sonnenuntergang kommt gleich schon und dann werden wir eigentlich ja, gar nicht mehr so viel machen, nur noch einkaufen, ein bisschen was essen und den Tag beenden. Ansonsten hoffe ich, dass euch der kleine Vlog hier gefallen hat.
wie gesagt, es werden jetzt echt oft neue Videos von mir kommen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!